Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wir sind hier in der Halle Hackenberg, wo die IGA Remscheid die U20 Deutsche Meisterschaft im Rollhockey austrägt. Und neben mir steht Wolfgang Niemeyer, Trainer der U20 der IGA Remscheid. Und Herr Niemeyer, Sie haben das erste Spiel gewonnen, 4-2. Und verdient? Ja, selbstverständlich hochverdient. Souveräne Leistung meiner Mannschaft. Von dem ersten Spiel haben wir immer ein bisschen Bammel, dass das auch reicht gegen den härtesten Konkurrenten. Aber wir haben souverän gespielt und sind sehr zufrieden. Ja. Sie haben das Spiel in der NRW-Meisterschaft verloren, von daher hatten Sie ein bisschen Bammel? Ja, wir waren sicherlich gewarnt. Also Krefeld hat eine gute Mannschaft, hat uns auch einmal erwischt, wo wir nicht ganz komplett waren und da haben wir leider verloren. Aber wir sollten schon, auch wenn die jetzt oben auf sind, hier oben, die Sache nach Hause fahren. Also es war gut. Okay. Also im Hintergrund ist gerade ein Tor gefallen und ja, nichtsdestotrotz, IGA Remscheid, Herr Niemeyer, auf einem guten Weg. Ziel, ganz klar, deutsche Meisterschaft? Sicherlich. Ziel muss die Meisterschaft sein. Wir sind Ausrichter, wir sind Favorit. Und wenn wir das beste Hockey spielen, werden wir hier auch Meister. Gut, und dann schauen wir uns mal an, wie die nächsten Spiele der IGA Remscheid so laufen. Wie bereits erwähnt, gewann die IGA Remscheid ihr erstes Spiel gegen den HSV Krefeld mit 4-2. Der vermeintlich stärkste Gegner. Alle waren froh, dass er geschlagen wurde. So konnte man beruhigt in die nächsten Partien gehen, gegen Kronenberg und gegen Walsum. Und auch da zeigten die Remscheider eine brillante Leistung. Beide Teams wurden regelrecht abgefertigt. 14-3 gegen Kronenberg und 8-1 gegen Walsum. Am ersten Tag dieser deutschen Meisterschaft stand Remscheid wie Persil am Himmel. Ansonsten ging man im Lager der IGR davon aus, dass natürlich auch die Krefelder ihre Spiele gegen Walsum und gegen Kronenberg gewinnen würden. Doch genau da lag der Hase im Pfeffer. Denn Krefeld gelang nur ein 2-2 gegen Walsum und das war bedeutend. Denn somit hatten die Remscheider bereits nach dem ersten Tag 4 Punkte Vorsprung bei 3 noch ausstehenden Spielen. Und der Sonntag brachte für die IGR Remscheid noch mehr Spaß. Gingen doch alle davon aus, dass das entscheidende Spiel das letzte gegen Krefeld sein würde, wurden doch alle eines Besseren belehrt. Denn Krefeld verlor dieses erste Spiel am Sonntag gegen Walsum. Und das war gleichbedeutend, dass das nächste Spiel der IGR Remscheid gegen Kronenberg das entscheidende sein würde. Ein Sieg. Und die deutsche Meisterschaft wäre den Remscheidern nicht mehr zu nehmen. Und es wurde zwar kein 14-3 wie am Vortag, aber ein 2-1 und danach brachen alle Dämme. Die restlichen Spiele waren Makulatur. Das 4-4 gegen Walsum und das 6-4 gegen Krefeld bedeuteten lediglich, dass die deutsche Meisterschaft ohne eine einzige Niederlage in der Halle Hackenberg an die IGA Remscheid ging. Und auch der Torschützenkönig kam aus den Reihen der Remscheider. Fabian Silbach, der bereits bei den Herren für Furore in der Bundesliga sorgte, er holte sich die begehrte Trophäe. Ja, die IGA Remscheid ist tatsächlich deutscher Meister, deutscher U20-Meister im Rollhockey geworden. Ein Riesenturnierverlauf mit dem verdienten Gewinner. Hier im Hintergrund werden noch die letzten Würstchen gegrillt und wir gratulieren der IGA Remscheid zum U20-Deutschen Meistertitel.